Krebs, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Januar und Februar. Wir sind angekommen im neuen Jahr. Und ich hoffe, du bist gut reingekommen und ja, wünsche dir jetzt einen guten Start. Wir haben einmal deine Hauptenergie gezogen aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Da haben wir die Karte der Geistesortes, werde ich gleich mehr drauf eingehen, sage jetzt was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum. Und schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link zur weiterführenden Legung findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem noch den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du für 2024 noch eine Jahreslegung haben möchtest und es dich nicht stört und dass sie nicht direkt zu Neujahr bei dir ist, sondern eben ein paar Wochen später, dann buch da gerne noch, wenn du mal eine Jahreslegung zu deinem Geburtstag haben willst, buch da früh genug, damit sie rechtzeitig zum Geburtstag fertig ist. Dann findest du in der Infobox wie immer noch den Link zu den Kanalmitgliedschaften, zu den privaten Legungen und noch einige mehr. Und dann würde ich aber sagen, das war's mit der Vorrede. Du guckst, dass du dich schön entspannst und hier das gut wirken lassen kannst und schauen kannst, ob das deins ist oder nicht. Und ich gucke mal in die Karte rein. Der Geist des Ortes dreht sich darum, ob man authentisch mit seinem Inneren da ist, wo man auch ist, oder ob man eher mit dem Kopf, mit den Gedanken in anderen Welten ist, aber nicht so richtig in der Realität. Wir schauen mal. Ich habe das Gefühl, dass du etwas Wunderschönes wahrnehmen kannst. Weil du eben in der Authentizität bist. Das ist wie was Echtes erkennen und total berührt sein von dem Echten. Und ich glaube, dass es ganz große Auswirkungen haben kann, weil du bereit bist, ja, in die Echtheit zu kommen. Oder da bist und du hast da irgendwie, auf jeden Fall hast du da so einen Augenblick. Wir gucken mal. Ich ziehe die Neunerlegung, die zentrale Position, die Hauptkarte, Hauptenergie der Neunerlegung sind die zwei der Schwerter für ein nicht ganz klar gucken können, für ein vielleicht auch Zweifel haben. Die erste Karte der oberen Reihe, da haben wir die Sonne. Die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Obere Reihe ist eine Reihe, die eine Entwicklung oder Dynamik aus der Vergangenheit repräsentiert. Mittlere Reihe ist die Präsentreihe. Die untere Reihe wird die potenziell zukünftige Entwicklung. Ich lege erst komplett aus, sage etwas zu den Grundbedeutungen der Karten und dann kommen wir in die Deutung. Dann haben wir den Herrscher. Den Herrscher, der das männliche Prinzip im Tarot repräsentiert. Wir haben es hier mit Struktur zu tun, mit Ordnung, auch mal mit einer gewissen Autorität kann das zu tun haben oder kann die Karte zu tun haben. Kann für dich liegen, kann theoretisch auch für wen anders liegen. Das werden wir sehen. Dann den Magier für eine Neuausrichtung. Dann haben wir die fünf der Schwerter. Fünf der Schwerter für Denken, Handeln, Fühlen aus verletzten Gefühlen heraus. Dann haben wir die Fünf der Kelche für ein gegebenenfalls den Blick auf etwas richten, was ausgedient hat und noch nicht so richtig. Und das, was jetzt aber als Ressource zur Verfügung steht, hier der gefüllte Kelch, hinter der Dame nicht so richtig erkennen können. Kann sein, muss aber nicht, kann auch mal klassisch für Trauer stehen. Werden wir sehen. Erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung. Sechs der Schwerter, ein Umdenken. Dann haben wir die Gerichtskarte. Knoten platzen. Man fühlt sich erlöst, man fühlt sich frei. Lasten fallen ab.
und die 10 der Münzen für eine Beziehung in starker Münzenergie, kann nochmal für Beziehungsmuster stehen, wie man sie in sich trägt. Wir werden das alles sehen. Jetzt kommen wir erstmal zur Hauptenergie, die 2 der Schwerter. Ich habe das Gefühl, dass du dich mit den 2 der Schwertern mit echten Gefühlen auf etwas einlassen kannst. Und das ist, hat den energetisch den gleichen Ursprung wie diese Karte auch. Das fühlt sich auch relativ, gleich an. Das ist ein Wahrnehmen können. Nur wahrnehmen, nicht bewerten. Und diese Wahrnehmung macht irgendwas. Wir haben einmal den Fuchs für mit Verstand vorgehen, mit Köpfchen vorgehen. Und dann haben wir den Turm. Für einen Rückzug kann der stehen. Warte. Kleinen Moment. Also der Fuchs ist auch irgendwie sehr emotional. Und der wagt sich wie aus seinem Türmchen raus. Es ist so wie, du warst relativ lange, hast du dich eher ein bisschen zurückgezogen. Also oder zumindest innerlich nicht so aufgemacht. Und dieser Fuchs wagt sich so langsam aus dieser Verschachtelung raus, aus diesem eher in sich bleiben, nicht ganz viel fließen lassen, zulassen. Und das kann sein, dass dieser Prozess schon vor einiger Zeit angefangen hat und jetzt einfach nochmal, also dass du da mehr aufmachst und da jetzt einfach nochmal ein wichtiger Moment stattfindet. Denn diese 2 der Schwerter, dieses Augenverbunden und ich kann nicht richtig gucken, das ist ja was, was sich auflöst. Das ist nichts, was bleibt. Und auch dieser Rückzug, den du gemacht hast, dieses in dir sein, das ist auch nichts, was, was bleibt. Da kommst du irgendwie raus. Und dann gucken wir mal in die Reihe aus der Vergangenheit, die Sonne, der Herrscher und der Magier. Bei der Sonne bin ich mir nicht ganz sicher. Die fühlt sich zwar befreit an und irgendwie offen, aber es ist so wie alles geklärt ist nicht. Warte mal. Alles geklärt ist irgendwie nicht so richtig. Wir haben hier mit dem Sarg, kann für tiefe Transformation, Heilung, Ruhephase stehen. Und dann haben wir die Fische für Gefühle. Kann auch eine Person mit hinterstehen, die einem sehr wichtig ist. Also der Sarg fühlt sich sehr friedvoll an. Da kommt etwas in den Frieden, da ist etwas in den Frieden gekommen. Und die Fische sind ähnlich wie die Sonne. Irgendwie sind die zwar frei, aber irgendein Thema haben die auch. Irgendein Thema ist da noch, das kann ein bisschen mit Trauer zu tun haben, das kann auch so eine unterdrückte Trauer sein, denn das bei der Sonne, es fühlt sich auch ein bisschen so an. Ja, mir geht's gut und ich fokussiere mich auf die Ebene, auf der es mir irgendwie gut geht und gleichzeitig ist da ein bisschen wie, es ist was ausgeklammert. Und ich habe das Gefühl, dass du da eine Zeit hattest, wo du dich, wo das vielleicht auch gar nicht dran war, dir das Thema anzugucken
und du diese Ruhephase hattest, die hier mit dem Sarg auch friedlich ist und du diesen Frieden zu der Zeit auch brauchtest. Aber irgendein Thema war noch im Untergrund, das hat irgendwie noch angeklopft. Und das ist alles okay so. Ne? Man kann nicht immer jedes Thema angehen, das kommt Stück für Stück. Und hier ist irgendwie ein, ja, ich habe mich ein bisschen frei gemacht und ich habe auch eine Ebene, auf der es mir gut geht. Und ich halte mich auch in dem Frieden, aber trotzdem ist noch was da, was irgendwann wahrscheinlich wieder anklopft. So, der Herrscher. Der Herrscher, da muss ich nochmal reinspüren. Der Herrscher ist auch deine Energie. Und der ist irgendwie ausgerichtet. Der ist ausgerichtet auf was, aber das Thema wird eher beherrscht. Das kann man ein bisschen tatsächlich der Wortbedeutung so nehmen, wie die Wortbedeutung auch ist. Jedenfalls fühlt sich das so an. Ja, ich möchte gerne etwas und ich bin in vielen Teilen auch irgendwie im Frieden damit. Aber der Teil, der noch nicht ganz gelöst ist, den hole ich auch nicht, den lasse ich auch nicht richtig zu. Den lasse ich nicht richtig zu. Ich ziehe nochmal zwei Karten. Wir haben hier den Ring für eine Beziehung, eine Verbindung, kann auch für mehrere Beziehungen stehen. Und dann haben wir die Wege für eine Entscheidung oder auch für unterschiedliche Wege. Also, der Ring fühlt sich an sich, der fühlt sich erstmal sehr warm und sehr im Frieden an. Ich muss da gleich aber nochmal weiter reinspüren, weil die Wege sind für mich unterschiedliche Wege. Das sind getrennte Wege, die man geht, gegangen ist. Ganz kleinen Moment. Ja, man ist nicht den Weg der Beziehung gegangen, sondern hat sich für einen anderen Weg entschieden. Aus welchen Gründen das auch immer so ist. Man ist ja hier oben mit dem, was ich gesagt habe, auch nicht im Reinen mit sich. Da ist, hält man sich zwar in einer gewissen Ressource, aber richtig im Reinen ist man nicht. Und hier geht es nicht den Weg der Beziehung, die einem aber an sich, die sich sehr, sehr warm und eigentlich auch im Frieden anfühlt. Aber ich glaube, der Frieden war für dich noch nicht lebbar. Und deswegen konntest du den Weg dieser Beziehung auch nicht gehen. Zu dem Zeitpunkt. So, jetzt haben wir hier den Magier für die Neuausrichtung. Ja, der Magier, so ganz voll fühlt der sich nicht an. Auch nicht. Irgendwie, ne? Man merkt immer die ganze obere Reihe, es fehlt irgendwie ein Teil. Wir haben einmal die Wolken für Unklarheiten. Und dann haben wir hier den Mann. Und ich muss mal reinspüren, wessen Energie das ist. Ob das deine ist oder die von wem anders.
Kleinen Moment. Ich habe tatsächlich das Gefühl, der Mann ist deine Energie. Und wenn du eine Frau bist und sagst, das passt jetzt hier aber alles total auf dich, das macht nichts, die Geschlechter sind eher sekundär, kann natürlich auch sein, dass das hier für einen Mann liegt, ne? Für eine männliche Energie. Denn das ist definitiv deine Energie. Und die Wolken sind die Unklarheit, von der ich hier die ganze Zeit schon gesprochen habe. Da ist ein Teil nicht den siehst du irgendwie oder hast du nicht gesehen, den hast du nicht integriert. Der war, du hast dich zwar in irgendwas gehalten, wo es dir auch gut ging, ein Stück weit, aber du warst in dir eben noch ziemlich gespalten. Und das sagt auch aus, dass du von einer Beziehung weggegangen bist, die eigentlich für dich sich sehr schön angefühlt hat, weil du das irgendwie noch nicht halten konntest. Ne? Und du hast dich hier irgendwie neu ausgerichtet, aber du warst nicht gut bei dir, nicht wie von Wolken umgeben. Das ist irgendwie die obere Reihe. Das ist erstmal das. So, jetzt kommen wir in die präsente Reihe. Ne, und die obere Reihe, das können ein paar Wochen sein, das können auch ein paar Jahre sein, die hier kurz mit ein paar Karten dargestellt werden. Die 5 der Schwerter, die 2 der Schwerter und die 5 der Kelche. Mit den 5 der Schwertern habe ich das Gefühl, dass du massiv in eine Selbstanbindung kommst, dass dir das klar wird, wie stark du aus eigenen schwierigen Mustern rausgehandelt hast. Ne? Wenn man in sich Dinge nicht zulässt, dann resultiert das aus ganz in der Tiefe, ist meine Haltung, emotionale Verletzungen, die noch dafür sorgen, dass man emotional nicht gut integriert ist, in dem Fall, in diesem Aspekt. Und mit den 5 der Schwertern habe ich das Gefühl, es kommt ein zu dir in dich reinfallen rein. Es ist wie, du wirst wärmer in dir, weil hier oben ist ein Aspekt, da bist du nicht richtig warm. Ne, wenn man einen Teil von sich abspaltet, dann ist da Kühle, ne? Dann ist da auch, es ist einfach nicht so richtig, fühlt sich nicht rund an. Und hier ist ein, ich falle in mich zurück. Und dadurch, dass ich den Fokus auf das lege und mir das auch angucke, beziehungsweise das zulasse, was da in mir nicht ganz stimmig ist, kann gleichzeitig, ist das ja gleichzeitig der Anfang auch von Heilung. Ne? Kann Heilung kommen, kann Wärme kommen, können sich die Wunden schließen. Und deswegen auch diese Berührtheit. Und diese Berührtheit, da ist so, du kommst in echte Momente rein. Du kannst echte Momente zulassen, die du lange Zeit nicht zulassen konntest, weil du noch nicht bereit dafür warst, weil da irgendwas anderes noch zu stark drin war, was dich aber von dir und von deiner inneren Wärme abgehalten hat. Ne? Und du kommst hier aus deinem Türmchen raus, fängst an, die Wärme in dir zuzulassen, die Echtheit in dir zuzulassen. Die 2 der Schwerter lösen sich langsam auf, da warst du aber lange drin. Das haben wir hier erstmal da. Und dann kommen wir in die 5 der Kelche. Ja, was habe ich da eigentlich gemacht? Die 5 der Kelche ist, dass du schon sehr wohl diese Ressource, die diese Dame hier im Hintergrund sitzen hat, also du quasi sitzen hast, den gefüllten Kelch, die Erfüllung im Leben. Ich habe das Gefühl, dass du das immer präsenter hast. Je präsenter das wird, je mehr kannst du das angucken, was schwierig gewesen ist. Und auch andersrum. Das ist irgendwie so ein Wechselspiel. Je mehr du das zulassen kannst, dass du dich eigentlich in einem Verlust relativ lange gehalten hast, je mehr kannst du diesen, ja, ich sag's mal in der Tarotsprache, ne, diesen gefüllten Kelch, die Erfüllung im Leben auch zulassen. So. Die nächste Reihe, potenziell zukünftige Entwicklung mit den 6 der Schwertern, der Gerichtskarte und den 10 der Münzen.
Ja, die Sechs der Schwerter, ich habe ich das Gefühl, sind eine Phase, wo du durch ein graues Land musst. Und dieses graue Land sind einfach Gefühle, die du unfassbar gedämpft hast. Und die für dich, das fühlt sich an, als gehst du durch totes Land. Und dadurch, dass du durch dieses tote Land gehst, wachst du aber auf. Das ist der Weg ins Aufwachen rein. Der fühlt sich immer so ähnlich an bei allen. Also unterschiedlich natürlich, ne? Aber es ist eigentlich was ganz Typisches. Dieses Gefühl, quasi ein Stück weit, wie ich fühle mich tot. Ja, ist alles okay, nimm es an, lass es einfach die Gefühle durch dich durchfließen und geh weiter. Das hört wieder auf. Aber das ist eine Gefühlsschicht, durch die du durch musst, weil du die mal akkurat aufgebaut hast. So, wir haben das Buch für was Verborgenes kann da stehen, für Wissen kann da stehen, ein Kapitel, was neu geöffnet wird, ein altes, was geschlossen wird. Wir werden sehen, den Anker für sich verankert fühlen, festgekettet fühlen, aber auch mal für den Anker an der richtigen Stelle setzen. Warte mal. Ja, du musst das Buch deiner Festkettung aufmachen. Also, ich kann es nochmal ein bisschen bessere Worte sortieren, ne? Aber wir sind ja hier bei diesen Bildern und so fühlt sich das nun mal an. Es zeigt sich dir, wo du absolut stehen geblieben bist, wo du nicht weitergegangen bist, wo du Teile von dir nicht lebendig gehalten hast. Und das öffnet sich dir. Und das ist nicht so angenehm, ne? Aber gleichzeitig ist es der Weg aus diesen Gefühlen raus. Das ist die Heilung von dem. Gehst du da durch, schließt das ab, dann hast du das Thema irgendwann nicht mehr. Dann ist das auch mal vorbei. Dann hast du damit auch nichts mehr zu tun, ne? Hier überall hast du damit noch zu tun und hier gehst du quasi durch. Ne? Auch wenn du hier schon aufmachst und tralala. Also, ne? Und so weiter. Aber hier ist es richtig doof nochmal. Aber es ist okay, weil es gleichzeitig Heilung ist. Ne? Die Gefühle heilen in ganz, ganz vielen Fällen im Akutzustand, wenn wir sie akut hochholen und akut damit zu tun haben, dann wandeln die sich in ganz vielen Fällen. Ne? Und das haben wir hier. Mit der Judgment-Karte, der Gerichtskarte. So, dass du in eine massive innere Ruhe kommst und dieses Thema in großen Stücken loswirst. Und das ist das, was ich meine. Das akute Durchgehen ist zwar das unkomfortabelste oder das sehr, sehr wenig komfortable. Das macht auch mal, dass es ein paar Wochen lang nicht so gut geht. Aber danach kommt ein und jetzt ist es durch. Und jetzt bin ich erleichtert. Und jetzt können Lasten abfallen. Ich habe das jetzt verarbeitet. Ich habe das integriert. Jedenfalls in großen Teilen wahrscheinlich. Und ich komme in wirklichen Frieden mit mir. Nicht in Teilaspekte Frieden. Jedenfalls was das angeht. So, die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen fühlen sich nach was an, was ich noch nicht ganz gut in Worte fassen kann. Wir haben das Schiff für Sehnsucht oder für ein Weiterziehen. Und dann haben wir den Klee für unterschiedliche Formen des Glücks. Ja, und das ist das gleiche Gefühl bei dem, was hier ist. Ich versuche es jetzt einfach mal. Das Schiff fährt nicht weiter. Das hält irgendwie inne.
Und der Klee ist kein wirkliches Glück. Und das ist wie in dieser Karte. Es ist wie ein sehr stark in die Realität kommen, sehr stark raus aus Illusionen kommen. Der Geist des Ortes ist ja auch dieses, was ich hier herausgespürt habe, dieses in der Realität sein, Realitätsmoment haben, genauso wie die zwei der Schwerter. Du kannst Realität zulassen. Und zwar die echte, ohne die mit dem Fuchs hier noch Ewigkeiten weiter zu kontrollieren. Und hier ist es ein wie ein sich schütteln, Augen aufmachen, aufwachen und sich denken, ach du liebe Güte. Und das ist das Gleiche. Das Schiff, oh, nee, da fahre ich nicht mehr hin. Das ist das, was hier ist. Dir wird ganz, ganz viel klar. Und du kommst in Momente, wo du dir wirklich knallhart deine Realität anguckst, gucken musst, weil du deine Gefühle, deine emotionalen Teile integriert hast. In der Beziehung, die du vorher nicht klar gesehen hast, oder den Beziehungsmustern, auch wenn du akut keine Beziehung hast, hast du trotzdem bestimmte Beziehungsmuster, wo du dich nie ganz reingegeben hast oder schon relativ lange nicht ganz reingegeben hast, wo Teile von dir vor die Hunde gegangen sind. Die sind aber nicht weg, die wollen auch immer zu dir zurück. Und man kann die potenziell immer alle wieder wecken. Und du hast hier einen riesengroßen Teil von dir erwacht, weil du das auch aus irgendwelchen Gründen zulassen konntest und zugelassen hast. Und hier realisierst du, ach du liebe Güte, wo du voll fühlen kannst. Ja? So, ich ziehe erstmal noch für dich eine Karte aus dem Aspektekartenset. Welcher Persönlichkeitsaspekt ist jetzt für dich hilfreich? Und wir haben hier die Intuition. Das lasse ich bei dir. Guck mal, was das mit dir macht. Wenn du es heute nicht spürst, spür morgen und übermorgen auch nochmal nach, was das sein könnte. Manchmal brauchst du ein bisschen. Und ich ziehe auch noch eine andere Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind von Kurt Tepperwein. Das lese ich einfach nur vor. Wenn du das später nochmal brauchst, dann guckst du dir in dem Video einfach nochmal an. Mein inneres Kind beherrscht die Imagination. Meine Vorstellungskraft ist unbegrenzt, hier ist alles möglich. Vertrauen und Glauben fördern diese Kraft. Ab sofort erfülle ich meine Aufgaben mit Freude und Begeisterung. Sobald die Freude nachlässt, stelle ich mir vor, dass ich die Arbeit für mein inneres Kind erledige. Es spielt keine Rolle, welche Arbeit ich verrichte, sondern mit welcher Haltung ich sie ausführe. So, das lasse ich auch bei dir. Und jetzt ziehe ich drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Auf deiner Seite die momentane Beziehungsenergie, die 5 der Stäbe, den Prozess des Zueinanderfindens. Dann haben wir für dein Gegenüber noch keine, nee Quatsch, für die Beziehungsenergie noch keine Karte, aber jetzt haben wir sie. Da haben wir die Mäßigung, das Händeln großer Gewichte ohne in die Überforderung zu kommen. Und bei deinem Gegenüber den Ritter der Kelche, die klaren, echten und authentischen Gefühle. So, die 5 der Stäbe und die Mäßigung. Die 5 der Stäbe ist für mich hier nochmal ein... Wir merken ja, so richtig kommst du zu dir eher in der potenziell zukünftigen Entwicklung, auch wenn du jetzt die Momente hast, wo du richtig in die Integration anfängst reinzukommen. Und die 5 der Stäbe ist noch ein bisschen unbeholfen. Ist ein bisschen unbeholfen im Kontakt mit deinem Gegenüber, weil du noch nicht ganz wach bist. Du kommst dahin, potenziell, aber hier bist du, habe ich eher das Gefühl, du bist noch in einer Position, wo du dich selbst nicht ganz zur Verfügung hast und deswegen auch Schwierigkeiten hast, aus einem vollen Gefühl raus in die Beziehung einzusteigen.
die Mäßigung. Ich habe das Gefühl, das ist ein Zustand, der so langsam kommt und dem du dich auf jeden Fall näherst. Aber du bist so im Kommen. Du bist hier, wenn wir uns deine Hauptlegung angucken, die mittlere Reihe, du bist im Kommen, aber so richtig knallt es erst in der potenziell zukünftigen Entwicklung durch. Hier, ja, du willst, aber es ist auch noch geprägt von, ich bin noch nicht ganz bei mir. Und die Mäßigung ist auch ein, ich wachse in den Zustand rein, einen Überblick über die Dinge zu kriegen. Ne? Und da wächst du auch rein. Je integrer du in dir bist, oder sagen wir mal so, hier passt besser, je integrierter du in dir bist, umso besser kannst du auch das Außen handeln. Ne? Das ist so eine Grundlogik einfach dahinter. Und das ist auf jeden Fall deine Energie, ist häufig die von beiden Seiten. Das werden wir aber sehen, wenn wir in die weiterführende Legung gehen, ob das auch auf dein Gegenüber zutrifft. Wir haben den Ritter der Kelche, die klaren, echten und authentischen Gefühle. Werden wir uns in der weiterführenden Legung angucken, das keltische Kreuz drumherum legen, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox, freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Freue mich aber auf jeden Fall, dass du bis jetzt da warst. Und ja, dann würde ich sagen, bis entweder gleich oder hoffentlich bald.